Willkommen zurück zu Let's Play Destiny. So, das ist jetzt natürlich nur bei mir so toll wegen der Hintergrundmusik, bei dir nicht. Ja, bei mir kommt gerade wieder so ein Gears of War Verschnitt. Ja? Ja. Willst du mal erzählen, was wir jetzt machen? Ah, wir haben uns einfach mal gesagt, wir machen jetzt den nächsten Strike. Und zwar den Staubpalast. Oh, so staubig. Ja, so staubig, ne? Das ist das Innenleben meines PCs. Ja, meinen nicht, ein Glück. So, mein Staubpalast. Mein Staubpalast ist natürlich auf dem Mars. Staubpalast. Also mein Staub ist natürlich auf der Meridianbucht auf dem Mars. Und wo sich... Dein Staub? Das ist deiner. Das ist mein Staub auf dem Mars. Das wird mir ganz allein. Darf ich drauf treten? Wenn du eines Tages auf den Mars kommst, dann darfst du gerne darauf schreiben. Ja, gut. Darf ich eventuell auch etwas davon mitnehmen? Ja, mitnehmen? Oh, mitnehmen wäre ein bisschen komisch, oder? Dann müsste ich immer die Schuhe abziehen, bevor ich zur Erde zurückgehe. Verdammt. Na gut. Lauch mal. Nein, sag mal, worum es in Industrie... Ach nee, sagen sie ja so selber. Wir sagen sie so oder so, das halt. Lauch mal. So, lauch mal. Eines Tages füge ich dann Lauchbild ein. Eines Tages. Wird das so ein großes Meme sein, dass Bungie selber ein Lauchbild einfügt. Nur für uns. Nur für uns. Ach ja, schön wär's. Wer weiß. Ich glaube, wer weiß. Also ich würde jetzt sagen, wir sind die besten Let's Play Together Leute, die ein zu Destiny Let's Play machen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele im deutschen Bereich. Doch. Die meisten haben angefangen, Taken King zu machen. Nicht so lustig wie wir. Ja, das stimmt allerdings. Da hörst du von mir kein Gegenargument. Ja. Wer weiß. Nein, bitte welcher nicht. Dritte Spiel. Mal gucken, ob das dritte Spiel da wieder lappen wird. Ich krieg den Text nicht hin. Nein. X Valimir, Valimar 295. Ich schau mir kurz seinen Clip ein. Er hat ein Scott-Gewehr, eine Fusion und ein exotisches Schwert. Schon wieder. Word is they've let Scion Flayers out of their cages to dig around Central AI's cortex. Warum denn? Weil wir da keinen Außenposten aufgebaut haben, Idioten. If Rasputin was protecting it, it's valuable. We've got to flush those Flayers out. Die Crucible Maps sind die Außenposten, ne? Ja? Ja, das ist die Droge vom Schmelztiegel. Ja, okay. Damit die nicht langweilig wird, bekämpfen sie sich da halt. Ah, deshalb bringen sie sich gegenseitig um. Ja, die können sich ja immer wiederbeleben. According to Vanguard reports from Cade, the Scion Flayers are already at the top of the Dust Palace. We better move. Na, Valimar, raschst du mal wieder? Hier, wir nappen. Wieder Hunter? Glaub nicht, ne? Immer noch von mir meiner Seite aus leicht angeschlagen. Leicht angeschlagen, sagt er. Schnupft hier ganz seit meinen Ohren voll. Wir können froh sein, dass ihr nicht die volle Ladung abbekommt. Ich bin froh sein, wenn die GEMA nicht klagt. Nee. Das ist doch das Schnupflied! Das Schnupflied! Eindeutig. Ich kann froh sein, dass sie bei Star Wars nicht rumgeschrien haben. GEMA hat bei Star Wars nichts zu melden. Die Vertragsrechte sind eingereicht. Ah, okay. Alter, der rusht immer. Das ist so langweilig, wenn die mal so vorrushen. Wir waren hier schon mal. Ja, wir waren hier schon mal. Guck mal da, hier. Wer sich nicht dran erinnern kann. Ganz Clovius Spray. Das ist hinsetzen. Nach oben ist winken. Nach unten ist setzen. Oh, meine Güte, Level 40 und krieg nicht mal die einfachsten Sachen gepackt. Boah, ey, wir sind ja hier heute echt schlimm. Voller Kacknips umgeben bis zum geht nicht mehr. Diese scheiß Kacknoobs. Überall scheiß Spieler. Ich wink jetzt dir zu. Zwink zurück. Ich zeig auf. Kacknoob! Mann! Überall Kacknoob! Ich hab das verwechselt. So. Zu deiner Verteidigung, du bist. Nein! Mann!
Da wollen wir zeigen, wie es richtig geht und was ist auch falsch. Zu deiner Verteidigung, ich bin krank. Deiner Verteidigung, du bist krank. Ja. Ich brauche keine Verteidigung, ich hab's richtig gemacht. Nee, aber hier wirklich schlimm. Das Spiel ist echt schlimm. Eigentlich ist die Community eine der nettesten Communities, die man finden kann. Eigentlich schon, ne? Aber die machen gerade nett heißt ja nicht. Erde. Nett heißt ja nicht geskillt. Nette heißt nicht skillen. Die meisten netten Spieler sind schlecht. Nein, zurückgelehnt. Ich bin zum Beispiel einer, ich bin sehr nett. Was heißt auch, dass ich der Beste der Besten bin? Auch wenn ich besser bin als manch andere. Du bist bestimmt besser als 10% der Spieler, 90% der Spieler von Destiny. Ich gehöre zu den oberen 1%. Ja, du gehörst zu den oberen 1%, die den Turm besucht haben. Nein, ich gehöre zu den oberen 1%, die über Lichtlevel 300 kommen und Oryx platt machen, ohne zu sterben und sowas. Also. Das hat man nicht selber gesagt. Können. Wir gehören eigentlich zu den oberen 1%. Deswegen können sie die Sachen nicht schwerer machen. Und deswegen können sie keinen geileren Buffus raushauen. Sonst wäre es unfair. Ja, das stimmt. Weil wir eben nur 1% der Spielerbasis sind. Die Leute, die den Raid schaffen. Ohne zu kacken, abzukacken. Wirklich nur 1%? Hm? Wirklich nur 1%? Nur 1% schaffen es, über 300 zu kommen. Autsch. Wie viele Spieler hat das Spiel? 2 Millionen. 4. 3 Millionen mindestens, ja. Täglich. Jetzt rechne das mal auf 1% runter, da sind. Weiß gar nicht, wie viele. 60.000? Ja, um 60.000. Ich würde 3. Nee, 60.000 ungefähr, oder? Wenn es 3 sind, sind es 3. Ich, 1000. Nein, 60.000. 300. 1% von 300 sind. Sind 3. Ja, von 3 Millionen. Von 3 Millionen müssten 30.000 sein. Ja, meinte ich doch. Aber wir sind 6 Millionen. Achso, wir sind. Ja. Mindestens, das können schon wieder mehr sein. Die geben ja keine Verkaufszahlen raus. Die geben ja nur Online-Starten raus. Die geben ja nur Anzahl der registrierten Spieler raus. Man können auch Demo oder sonst irgendwas sein. Auf jeden Fall gehören wir zu den 1%. Wir sind die 1%. Juhu! Das ist echt traurig. Das ist echt schade. Ja, man macht das Spiel echt. Ja, ich kann es niemandem geben. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch daran, dass. Es kein Matchmaking gibt. In der Race? Ja. Ja. Der Oryx Raid ist der erste Raid, den ich am Launch gemacht habe. Und der Crota Raid, also von Dark Below, Crotas Ende, war das der erste Raid, den ich überhaupt gemacht habe. Ja, stimmt, das war 2 Wochen bevor, ne? Was? Hast du doch gemacht, als diese komischen Dinger angekündigt wurden. Wie heißen sie? Diese Banner. Nee, das ist ein Gramm. Nee, das mit dem. Wie heißt das nochmal? Das Emblem. Das Emblem? Ja, man hat doch so ein tolles Emblem bekommen, wenn man hier alle. Den Roter Raid habe ich schon vorher gemacht. Hast du vorher gemacht? Da habt ihr irgendwann mal einen Mann gebraucht noch. Es war nämlich so, dass Granate immer seine Kumpels hatte, mit denen er den Raid machen konnte. Die Raids. Und dann hat euch einer gefehlt. Da bin ich dann als Ersatz eingestiegen. Ja, stimmt ja. Seitdem bin ich eigentlich immer beim. Nee, ich war nicht immer dabei, ich war manchmal dabei und seit dem Oryx-Raid bin ich immer dabei, weil. Ja, seitdem. Scheinbar haben sie gemerkt, dass ich einer der fähigeren Spieler bin. Nee, der. Das war so, da ist dann irgendwann nicht mehr da gewesen. Nee. Ich weiß nicht, euer sechster. Ja, unser sechster Mann, der war dann auf einmal nicht mehr da. Ja, aber ich bei meinem Oryx-Raid. Ja, unterdessen sind sie auch meine Kumpel von dem her. Also es ist einfach nur. Wir sind deine Kumpel. Du hast alle Raids gemacht von Anfang an. Ja, seit Launch. Ja. Nee. Nicht seit Launch. Ich hab World of Glass. Kammer des Glases hast du auf? Nicht von Anfang an. Eine Woche oder so danach, nachdem sie gekommen ist, gemacht. Ja, eine Woche. Sehr später dann. Ja, und ich habe eben erst mit Protas Ende angefangen, da gab's ihn aber schon irgendwie einen Monat oder so. Das war nicht recht lustig. Die haben gedacht, ich gehöre zu einer anderen Gruppe.
Aber dabei habe ich gar nichts viele gesehen. Inwiefern? Ja, die haben gedacht, ich gehöre zu, ich weiß gar nicht, zu einem anderen Clan von denen. Mhm. Und dann haben sie gemeint, ja, ich kenne den halt schon. Aber kannten sie dich gar nicht. Obwohl, mich kannten sie nicht. Bis auf eine Person kannte mich. Und dann, ja, da haben sie einfach gesagt, ja, du gehst dahin und wie gewohnt, mit deinen Leuten hast du es auch schon so gemacht, ne? Und dann hab ich, ja, okay. Und dann haben wir den dann so gemacht und das Spielprinzip ist da easy. Eigentlich sind die Raids da easy, ja. Boah, 4 Stück. Ey, wie geil, ich mach die super. Wo siehst du aus? Ja, wo hast du? Ich habe nämlich immer. Aber so ist es reingerutscht. Ich dachte, du wärst der Anführer von der Truppe. Ja, genau, und dann bin ich einfach so reingerutscht. Und seitdem bin ich halt dabei. War recht interessant. Ja, das war aber gute Leute. Verwechseln wir nicht, ne? Sind auch nette Leute, ja. Ja, sind also wirklich gute Leute. Jetzt mit uns Faden fehlt uns. Nein, ja, zur Zeit der Aufnahme, aber das wird kein Problem sein, das kriegt mir schon rein. Bestimmt. Kommt schon in die Kommentare. Oh, nimm mich. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu knapp. Hä? Ich falle hier gerade. Ich falle doch nicht runter. Hilfe! Außer die gerade alle tot. Hallo? Was denn? Oh, ich bin wieder da. Alles klar. Ey, jetzt hört doch mal auf mit eurer scheiß Super immer. Das war ich. Immer ich hab die Raketen einfach reingeschossen. Mann! Mann, tut mir leid. Nee, doch nochmal, aber trotzdem. Tut mir leid. Krieg ich die noch nie hin? Ja, es tut mir doch leid. Digga. Wenn ich die beim Undying Mind nicht hinkriege, das ist echt Hoffnung und Malz verloren. Ja. Apropos, wo wir bei Raids sind. Dann zeigen wir irgendwann mal die Raids. Hast du nicht irgendwie... Ja, Livestreams eventuell, wenn wir mit Taken King durch sind. Hab ich gesagt, aber da muss man erstmal gucken. Einer. Ob die Kollegen von uns da mitmachen wollen. Einer hat ja gesagt. Einer hat ja gesagt? Einer hat ja gesagt. Mit dem habe ich dann heute gesprochen. Hat nichts dagegen, aber das wäre halt mit den einen Mann dann. Das wäre dann halt ein bisschen komisch. Und die anderen haben bestimmt alles gesehen, die sind ja auch recht nett. Und offen sind sie auch noch. Vor allem kriegen sie dadurch Fame. Fame. Niemand hat was gegen Fame. Niemand hat was gegen Fame. Und außerdem... Oh, das war jetzt kein Lappen. Das war jetzt kein Lappen. Ja. Der Lappen auch war wenn ich. Wir uns überhaupt nicht auf den Raid konzentriert, auf den Strike gerade konzentriert haben, gell? Macht doch nichts. Bisschen Laber. Ja, einfach durch. Ja. Das war dein erstes Raid-Erlebnis. Du bist reingerutscht. Ich bin halt reingerutscht. Und die haben dir nicht erklärt, wie es geht. Nee. Weil du gesagt hast, ja. Ja, ich weiß schon. Das ich hätte vielleicht sagen sollen, ich bin hier. Ich gehöre eigentlich nicht zu dir, ne? Hätte ich mal sagen sollen. Nein, dann hätten sie dich rausgeworfen. Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätten sie dich durchgezogen. Ach shit, jetzt haben sie... Oh Gott, ich bin tot. Was? Jetzt habe ich einen Geist kaputt gemacht, der war besser. Oh. So, machen wir mal wieder Überlänge. Wir sind bei 15 Minuten. Ja, also Überlänge ist Luxus, ne? Überlänge ist Luxus. Machen wir es trotzdem? Machen wir es trotzdem. Naja, dann kennst du halt das. Ja, das ist halt, wir müssen halt ja auch irgendwie die Strikes zu Ende kriegen, ne? Das ist der letzte Strike. Obwohl, warte, das ist Undying Mind. Der ist aus den neuen Strikes, die gehen ein bisschen länger. Nicht unbedingt. Der geht auch bestimmt um die 20. Wir machen den trotzdem. Ja, alles klar. 40 Minuten vorne. Wird schon passen. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Ja. So, das Ding ist, meine Community sagt immer, ich soll die Let's Plays länger machen. Ja? Ja, zumindest hat es bei Open-World-Titeln immer gesagt. Da sagen sie immer 30 Minuten mindestens. Ja, würde ich auch sagen, bei Rollenspiele. Und bei Batman zum Beispiel. Batman? Mhm, 30 Minuten. Batman, was hast du? Warum Batman? Ja, 30 Minuten. Bei Batman? Ja. Oh, Batman ist doch gar nicht so lang.
Arkham Knight. Wenn man alles macht, 100%. Ach so. Ja, dann dauert es schon länger. Dann dauert es ein bisschen. Arkham City war noch 20 Minuten. Was ich an Batman toll finde... Nee, das war aber bei Destiny. Aber was ich auch von Batman toll finde... Jetzt so ein kleines bisschen. Man muss sich wirklich auskennen. Ja, das ist nicht unbedingt toll. Something has begun to repair the schism torn by its destruction. Vex now flood the garden channels to protect it. We must stop the weavers before they seal the garden and begin to summon back its heart. Ich will aber nicht über Batman reden. Alles klar. Das können wir über Batman machen. Können wir vielleicht irgendwann mal eine Talkrunde machen oder sowas? Eine Talkrunde. Ja, vielleicht können wir das machen. In so einer Art Podcast. Mit anderen Leucht sogar. Mhm. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal den untoten Geist. Den Unsterblichen. Den Unsterblichen, bitte. Wenn dann falsch schon richtig. Den Undying. Wir sind zurück im Schwarzen Garten. Wie heißt der Bro? Der Geist redet. Ja, er mag. Was echt witzig ist, weil der Strike ist aus dem ersten DLC und bei dem ersten DLC hat der Strike nicht geredet. Hier der Geist. Der Geist. Hat nicht geredet. Er ist. Ich kann mir nicht angucken. Er ist 2,89. Ach, ich hab gar nicht geguckt, was ein kleiner ist, ne? Ein Hunter. Und heißt. Spanisch. Das ist doch egal. Mann, das ist jetzt durch hier. Er ist ein Sniper. Er ist ein Hunter. Und heißt Burro Espatico. Level 40. Lichtlevel 289. Grimoire Level weiß ich leider nicht. Nee, muss man inspizieren. Schade, dass es da nicht mit reinsteht. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn das Lichtlevel hier so dastehen würde, wenn man ihn anguckt. Da wo die 40 jetzt ist. Wenn er das Lichtlevel ist, sobald man Level 40 erreicht. Ja, wenn er die Zahl dann eher dasteht. Ja, das Lichtlevel. Aber das würde dann auch wieder ein bisschen komisch sein hier von ihm. Die Gegner sind dann nur so. Ja, aber das Lichtlevel ist in Destiny schon immer wichtiger gewesen als das eigentliche Charakterlevel. Ja, das Charakterlevel ist in Destiny eigentlich immer recht unwichtig gewesen. Sei denn, du hast gegen stärkere Gegner gekämpft. Weißt du, was toll ist? Ja? Ich hab Handschuhe, dann lade ich jetzt schneller nach mit der Handkanone. Cool. Wenn ich Präzisionsschaden mache, dann kriege ich einen Bonus auf schnelleres Nachladen. Wenn ich nochmal einen mache, dann startet sich der Bonus mal 2. Dann kann ich bis auf 3 mal starten. Das Besondere am Undying Mind ist, dass die meisten Spieler quitten, sobald er in der Playlist auftaucht. Ja. Das ist gar keinen Grund gehabt. Nee, gab nie einen Grund. Die andere Besonderheit am Undying Mind ist, du kannst hier wirklich unglaublich viele Orbs machen an einer bestimmten unglaublich Stelle. Unglaublich viele. Unglaublich viele. Und musst du auch, um durchzukommen. Das stimmt, jetzt gibt's ja noch weiter. Und jetzt. Gegner. Jetzt gedacht. Tot. Verdammt. Immer Fortschritt. Hydra. Rang 2. Ja, nur 3. Es waren 2 Minotauren. Ja, das ist echt schwer. Mit es hätte früher 7 gegeben oder 5. Mindestens 5 hätte es gegeben. Musst du das 3-mal in einen Strike machen? 3-mal in einem Strike. Alter. Du musst 3-mal 7 Orbs in einem Strike machen. Kannst du mal voll knicken. Das kann man voll knicken, ja. Ich weiß echt nicht, wie man das hinkriegen soll. Es sei denn, man hat den Undying Mind immer und immer und immer wieder, solange bis man es endlich schafft. Ja. Ich meine, ich habe ja jetzt Alpha Lupi und wenn die mal aufgelevelt wäre, die Rüstung, die Brustplatte. Stimmt, ich habe ja Alpha Lupi drin. Dann könnte ich mehr Orbs machen, aber das ist auch nur ein Orb mehr, ne? Ja, aber der Orbs, ich habe ja vorhin 7 gemacht, obwohl ich nur einen Captain getötet habe. Ja, ich habe den Perk noch nicht frei. Achso, okay. Ja. Wahrscheinlich kannst du. Deshalb konnte ich dich so schnell wie problemen. Ja, deswegen konntest du mich so frei. Klar, ich habe den ja schon frei. Ich vergessliches Wesen. Du bist krank. Zu deiner Verteidigung,
Nein, das ist keine Verteidigung. Ich spiele das Spiel seit einem Jahr. Mindestens. Mindestens. Seit über einem Jahr. Du spielst es seit dem Launch. Ich spiele es seit dem Launch. Und du hast es schon runtergeworfen und dann wieder neu installiert. Genau. Da habe ich mich damals so den Kopf auf den Tisch gehauen. Hätte mir gesagt, dass du es runtergeworfen. Weil ich genau wusste, der wird das sowieso wieder runterladen. Ja, und dann habe ich es zur Verteidigung. Ich habe Killzone gespielt. Ja, Killzone. Killzone war damals richtig und ist immer noch richtig, richtig groß. Mhm. Und ich habe nur eine 500 Geek. Aber hier, jetzt ist der Part gekommen, in dem man Ops bis zum Geek nicht mehr machen kann. Ja, noch nicht ganz. So, jetzt eigentlich schon. Ich glaube, die alten Gegner. Ja, die Gegner haben sich vor sich gefordert, wenn sie mich töten. 1x7? Ja, ja, ja. Da oben liegen sie irgendwo. Wäre super, wenn du sie aufsammelst und Ops machen könntest. Jo, mach ich. Eins, zwei, drei. 8 Orbs. Oh, ich geh noch. Hier ist noch einer, oder? Nee, nee, ich brauch mindestens 3 gelbe oder sowas. Hier sind 3. Oder 2? Nee, ich meine, oh, mein, ich bin gar nicht voll. Gar nicht voll? Die 8 hätten mich eigentlich füllen müssen, aber der Fall ist so schlecht. Das ist eigentlich so, so hoch es geht. Jetzt bin ich voll. Ja, das sind 2 Reihen, ja. Ne, das reicht nicht mehr. Es sind auch noch 2, die sind total viele. Ich kann sie runterschießen, wenn du willst. Hat er den anderen erschossen? Oh Mann! Mann. Das wäre Nummer 2 gewesen. Ich dachte, ich hätte ihn gerade umgebracht. Ja, irgendwer hat ihn gerade abgeschossen. Nee, ich hab den einen runtergeschossen mit dem Schild. Ja, aber der andere hat ihn abgeknallt. Achso. Komplett. Der hat vielleicht gedacht, du bist in der Klemme. Ja, vielleicht am Ende nochmal, aber das ist unwahrscheinlich. Geil, ich hab grad gedacht, die gelben. Ja, stimmt, wir ziehen ja gar nicht mehr. Ich muss ja die großen platt machen. Ich muss die gelben platt machen. Ja, richtig von denen. Und der Strike ist halt perfekt dafür, weil hier so ewig viele Ads spawnen, die nichts aushalten, aber eben gelb sind. Ja, ich hab hier gerade 3 gelbe Platt gemacht, hab nur 3 Orbs gemacht. Ja, ja, ich hab ihn ja wieder voll, aber wir sind wieder keine Gegner. Nee, der. Aber der macht gerade Orbs. Ist ja, zu spät, ist zu spät. Perfekt. Hier ist halt auch noch viele Stück gemacht. Das sind 3. Eine! Er hat wieder einen umgebracht. 3. Ey! Na komm, komm. Ich bin nicht voll, ich hab keine mehr. Nee, der Gelbe, der eine, da werden wir doch wahrscheinlich gleich rein. Oh, scheiße. Das kann man vergessen, ne? Ich müsste jetzt wieder 2 haben, weil am Endboss, da kommen nicht viele. Und ich habe wieder keinen Super, das ist unglaublich schwer, wie man hier vorgehen muss. Ja, man muss. Eigentlich müssen wir zu dritt sein und sagen, hier, da, der eine macht die. Da muss ich immer wieder. Eigentlich. Das war früher gar kein Problem, weil mit 7 Orbs konnte man super vollfüllen eigentlich. Ja, mit 2 gelben konnte man das Ding auffüllen. Das war so easy früher. Ja. Also seitdem sie es geändert haben. Ja, das ist blöd geworden. Schade. Ich habe gelevelt, gedacht, wenn aber ich Bounties einlöse, könnte ich eventuell. So. Erwartet. Das ist geil. Ja. Das ist ein netter Spieler. Solche Spieler mag ich. Dem wink ich zu. Der ist hilfreich. Der hat noch eine Mando Carlo. Der ist nett. Der spielt mit einer Automatik. Der ist nett. Ja. Aber es ist halt echt scheiße, hier als Titan 7 Orbs dreimal hintereinander zu machen. Ich habe jetzt. Jetzt habe ich es einmal hingekriegt. Ja, jetzt muss es hinkriegen. Mindestens dreimal geht's.
sind wieder keine Gegner. Ja, hier ist oh. Es nicht, aber die, die Spinnen. Am Ende kommt eine Gruppe Gelder und das war's dann. Nee, die kommen zweimal. Es ist schon echt lächerlich. Ich weiß echt nicht, wie man das hinkriegen soll. Wahrscheinlich geht's in der Level 40er Version vom Undying Mind. Nee, auch nicht, ne? Nee, der geht's auch nicht. Die hat nicht mehr aus. Genau, da kommen ja gar keine gelben mehr, da kommen ja lauter Taken. Nicht unbedingt, das ist jedes Mal unterschiedlich, das ist ja auch noch dazu. Entweder das ist nur die normalen oder kommen die Taken. Die wollen wirklich, das ist der größte Kritikpunkt an Destiny, die wollen wirklich, dass man farmt bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Dass man grindet. Dann kann man ja auf die Mine schießen. Trifft sie nicht. 4. Hast du vielleicht vor dem Tor machen sollen? Ich hab's vorhin vorgemacht. Nee. Aber ich muss ja auch einmal machen. Naja, klar. Ich darf's nicht in Wellen machen und ich muss es ein einziges Mal. Warte mal. Bei den gelben vielleicht. Also die. Scheiße, ich hab die Shockwave noch gar nicht frei. Nicht gelb? Das sind keine gelben. Die da gleich spawnen. Nee, die spawnen hier irgendwann an der Seite. Ja, und der keine Homes. Hab keine Sperren, keine Super. War das echt frustrierend. Ja, ich kann bestimmt gleich welche machen. Wenn der nicht vorher down geht, aber es eigentlich schon mal aussieht. Guck mal, jetzt habe ich 3 Stück schon mal hier gemacht. Ja, immer leicht. Ja, jetzt bin ich voll, aber keine Gegner mehr. Ja, aber die kommen ja gleich. War Drogen. Ist ja mal Zufall. Nee, nee. Doch. Komm, hundertprozentig. Ab einer gewissen Prozentzahl Schaden kriegt, kommt der. Kommt die. Oh, nicht da vorne, sondern eher hier. Muss die hier hinten kommen, oder? Da, wo ich jetzt bin. Ja, da oder hier. Hier, wo ich stehe, kommen die auch. Und hier kannst du sie, glaube ich, besser treffen, weil jetzt da kein Pfosten steht. Komm aber nicht. Hier drüben bei mir. Nein, da sind keine Gegner. Ja, die kommen da ja nicht. Die kommen da erst. Der war noch nichts. Krieg ich sowieso nicht mehr hin. Nicht mit Level 30. Jetzt kommen sie. Mal gucken. Ja, die stehen so weit weg. Ja, hier oben. Das muss ich oben. Das macht die ganzen Orbs. Oh, 7. Einmal, ja. Einmal noch. Das sind aber viele, ey. Ja. Ich glaube, einmal kommt er noch. 20% oder so können wir wieder welche. Ja, vielleicht schaffe ich es sogar noch. Ja, cool. Es wäre echt frustrierend, wenn es nicht klappen würde. Aber das ist der einzige Strike, bei dem man es machen kann. Soweit ich weiß. Und das ist der effektivste. So. Ja. Und noch keine. Der Typ ist fast down. Ja, stimmt. Jetzt mit 20-30% ist der komisch. Oh Gott, ich will grad schießen. Der hält den auch hin. Ich finde gut. Ich finde es so gerade interessant. Der will wahrscheinlich selber irgendwas machen. Nehme ich an. Wahrscheinlich. Ich meine, der ist ja kurz, ich will doch selber Golden Gun, oder? Ja, wahrscheinlich will er selber. Der muss den ganzen Quark bestimmt auch nochmal. Jetzt kommen sie wieder.
Und 7. Was ist? Ab 3 von 3 jetzt noch den Strike abschließen. Sehr schön. Halten wir so hin wegen dem Typen? Ich weiß nicht, ob der welche noch braucht. Aber ich muss einen noch abschießen. Den könnt sie abschießen. Ja gut, der war daneben. Ja, mach ihn. Mach einmal Gelände. Und den müssen wir nämlich noch gelbe für ihn, weißt du? Ja, er hat die Suche gerade eingesetzt. Ja, er hat auch wieder Ort. Siehst du, er ist gerade auf der Suche nach Ops. Er muss selber noch gelbe töten. Scheiße für ihn, weil die ganzen Orbs weg sind, ne? Ja, gut. Ich schieß nicht auf den. Wenn der auf ihn schießt, dann... Ja, ich meine, er muss ja. Er schießt auf ihn. Mal rein, der Gelände. Komm, nicht nichts mehr. Ach so. Kommt nichts mehr. Ja. Ein pinken Geist. Ja, wir haben blauen bekommen mal wieder. Er verbeugt sich. Das hat sich ja gelohnt. Wir haben nicht nur 2 Strikes diese Folge gemacht, sondern wir haben es auch geschafft, tatsächlich. Hast du es hingekriegt, Merkus? Ich glaube nicht, ne? Oh, aber du hast ja sowieso viel mehr Möglichkeiten, die abzuschließen noch. Du kannst ja immer abschließen. Ne? Obwohl, ich habe es abgeschlossen. Hast du auch gemacht? Ja, ich soll wieder zurück zum Turm. Ja, ja auch. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Jo, und Let's Play. Was machen wir denn eigentlich noch? Wir haben die Strikes gemacht. Was kommt jetzt? Vault of Glass zu zweit. Krota, 2 klatschen. Wird ein bisschen schwer auf Level 30. Sollte. Ja, Level 30 geht das noch nicht. Sollte. Warte mal, ich muss den erstmal gut bewerten. Jo. Spieler helpful, friendly. Highly skilled? Ach, das weiß ich nicht, aber. Nee, das machen wir lieber nicht rein. Auch. Der hat 7 Orbs gemacht. Ja. Ich meine nur. Ich mach das immer ungern rein, sonst kommt man mit anderen Spielern zusammen, die auch highly skilled sind. Also auch skilled. Ja und? Ja, im PvP. Da lernst du nur draus. Ja, klar. Man passt sich an. So hab ich es gelernt und so schau mich an. Mhm. Ich bin Ultra. Das Geile ist ja, ich hab's dir beigebracht. Ich weiß noch, unser erster Multiplayer-Spiel, das wir zusammengespielt haben, war eigentlich Halo 3, aber das erste Ernste, bei dem ich dich auch so ein bisschen mentort hab, war Bad Company 2. Bad Company? Mhm. Oh ja. Hab ich da voll die Rolle des Mentors eingenommen, oder? Der war voll, voll. Vielleicht sollte ich nicht die Liste zeigen. Die Liste? Ja, die böse Liste. Tja, die böse Liste, böse, böse. Böse sind wir auch, denn wir schließen diese überlenkte Folge ab. Was machen wir in der nächsten Folge? Fliegen zum Turm? Fliegen erstmal zum Turm. Und dann? Tja, dreimal darfst du raten. Taken King? Ja, komm, Taken King. Dann kommt Taken King. Das Boah, da kommt einfach Taken King. Einfach so um die Ecke. Einfach so um die Ecke. In der nächsten Folge Destiny. Unglaublich. Boah. Venus, nichts mehr, Mond, nichts mehr, Erde, nichts mehr. Kommt knallhart Taken King. Cool, wir könnten noch die Prison of Elders Sachen machen. Du, wir sind 30, ne? Oder 31, oder 32. Taken King. Kommt jetzt Taken King knallhart um die Ecke. Ja. Also, ihr könnt euch schon auf nächste Folge was freuen. Da geht's nämlich endlich mal richtig los mit der Story von Destiny, beziehungsweise weiter, aber da hat Bungie sich richtig ins Zeug gelegt, was das angeht. Da sind sie wieder zur alten Form gekommen, die sie bei Halo schon hatten, mit Taken King. Das wurde ja von vielen gelobt und viele haben sich auch gewünscht, dass ich das mache. Haben in den Kommentaren geschrieben, dass wir das machen sollen. Und jetzt ist es soweit? Jetzt ist es soweit, also morgen, also in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Nee.